Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt's mal was ganz anderes. Und zwar bin ich auf der Leipziger Buchmesse gewesen und habe einfach ein paar Leute mal gefragt, welcher Anime gehört fortgesetzt. Und das ist noch nicht alles. Es tut mir leid wegen der Tonqualität, da kann ich leider nichts mehr machen. Das nächste Mal werde ich den Leuten einfach mal das Mikrofon in die Nase stecken. Also wie gesagt, entschuldigt bitte die Qualität des Sounds. Ich habe es echt wieder falsch eingeschätzt. Ich muss das nächste Mal wirklich nah an den Mund rangehen. Und ja, ich hoffe, ihr versteht einigermaßen was. Sonst werde ich das Ganze natürlich auch noch mit einem Untertitel versehen. Entschuldigt mir diesen Fauxpas. Und ich wünsche euch viel Spaß, denn die erste Frage, wie gesagt, war: Welcher Anime hat denn eine Fortsetzung verdient? Leute, was sagt ihr dazu? Also ich finde Digimon, weil er den ersten Staffel, bei mir hat er so das Style gefallen. Ist toll, das Ding. Aber Tamers, das hat mir nicht so. Aber es hat mir trotzdem mal. Weil es ist halt auch komisch. Also Digimon, was du sagen, und was von Digimon? Tamers. Tamers. Nicht Tamers, sondern die erste Staffel. Die erste Staffel, also. 1, 2 und 3 sozusagen. Ja. Also es hat ja eine bekommen und davon willst du noch eins weiter. Ja. Bei dir? Also Safe Bloodland. Weil es ein geiler Anime ist. Mit nur 11 Folgen lang 5 Zeichen. Andererseits auch Seraph of the End. Weil es einfach echt ein guter Anime ist. Und man merkt, dass es noch viel weiter gehen kann. Nur dann sich denkt, wenn es so weit ist, dass man noch eine Fortsetzung hat. Also hat es einfach verdient. Wo wird ja. Welcher? Der Anime von Castlevania. Auf Netflix. Ja, ja, okay. Der hat ja, eine Folge. Nee, der hatte nur 3 oder 4 oder so. Also ich kenne nicht so viele Anime, deswegen kann ich da auch anschauen. Ja, ich weiß nicht. Ist das Fortsetzung, die schon zu machen ist, oder Fortsetzung, die prinzipiell... Was ihr euch wünscht. Einfach ganz frei. Einfach ganz frei. Es gibt so viele, also... Jeder zweite Harem-Anime hat eine Fortsetzung verdient. Das ist einfach so. Es gibt immer dieses es läuft an, es gibt einen Plot oder auch nicht und dann passiert nichts mehr. Ja, was ich allgemein bei Verfilmungen ganz wichtig fände, wäre so ein Sequel. Einfach so ein ganz kleiner 10-15 Minuten Ding. Ich liebe es total, wenn im Trailer OVA-Typen wäre rein, okay? Ich bin hier nicht der Fachmann, deswegen hab ich... Okay, einfach so nochmal, oder im Abspann, keine Ahnung, 3-4 Minuten, wie es so weitergeht, ich finde es aber total sweet. Wenn das Ende nicht so ganz offen ist, sondern man noch so ein bisschen Story hinterher hat. Okay, also du sagst jeder Harem-Anime, du sagst so mit Zusatzfilmen. Eigentlich spontan. Eigentlich in jedem Trailer, eigentlich in jedem Abspann sollte nochmal so ein kleiner... Code Geass hätte auf jeden Fall irgendwie noch eine Story danach. Welcher Anime hat deiner Meinung nach eine Fortsetzung verdient? Also Fortsetzung auf jeden Fall von Game of Thrones, finde ich. Und super. Ich habe nicht nur gefragt, welcher Anime gehört fortgesetzt, sondern die heikle Frage, welcher Anime sollte schnell ein Ende finden? Da war ich schon ein bisschen gespannt, was die Leute sagen. Viel Spaß damit, haut rein! Welcher Anime sollte schnell ein Ende finden? Das weiß ich. Gibt's kein Anime, den du nicht magst? Nee, weil ich dir nicht anschaue. Boku no Pico sollte weitergehen. Also nee, mal noch nett. Ich weiß nicht, dass es überhaupt eine Fortsetzung gibt oder nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Das weiß keiner. Was sollst du sagen? Einfach nur gerne, Mr. Beast. Ich finde trotzdem One Piece, weil es langsam, aber sicher zu much vielleicht. Es sind so viele Sachen jetzt schon passiert. Es wird einfach viel, wenn man nicht mehr aufgehört hat. Weil man mit der Lust verliert, weiter zu tun. Du hast jetzt wahrscheinlich voll viele Hater gemacht, aber Oda hat es ja selber gesagt, er muss langsam hier zu Ende. Welcher Anime sollte schnell ein Ende finden? Ich weiß, es ist schwer, ne? Das, ja? Also ich glaube, der hat sogar schon ein Ende gefunden, aber man hätte ihn einfach nach der ersten Staffel beenden sollen. Und das war Sword Art Online. Den hätte man einfach vor Alpha im... Man hat einfach Sword Art Online nehmen sollen und es lassen sollen. Also ich persönlich finde Yu-Gi-Oh! Ganz schrecklich. Yu-Gi-Oh! Ist schlimm. Spiel mit Beyblades in der Arena. Don't shoot at your insult, Yu-Gi-Oh! Ich finde, ich sollte langsam ein Ende finden oder schnell ein Ende. Okay.
prinzipiell, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der Manga von Attack on Titan weiterentwickelt. Wenn man das vielleicht auch sieht. Ja, aber stimmt, da habe ich echt die Angst. Ich weiß nicht, in Walking Dead war es so. So Staffel 2, bis Staffel 2 oder Staffel 3 sogar. Es war richtig geil. Eine geile Serie. Und dann haben sie es einfach rausgezogen und alles ist gestorben. Und ich meine, Attack on Titan ist halt, es ist einfach explodiert. Und wenn die jetzt versuchen, diesen Explosionseffekt unnötig zu verlängern, dann bricht er einfach ab. Vor allem die Auflösung, also wie löst man das Ganze dann am Ende auf? Da bin ich sehr gespannt drauf. Da müssen wir schauen, dass man zumindest kein schnelles Ende, aber Enttäuschungen verhindert, dass wir so ist. Das ist halt immer. Welcher Anime sollte schnell ein Ende finden? Oh Gott. Also ich will jetzt sagen, aber womöglich One Piece, einfach damit man jetzt endlich weiß, was One Piece ist. Jo Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, wie gesagt, ich sag's zum dritten Mal, ja, die Tonqualität war nicht gut. Aber ansonsten gefällt euch das, wenn man die Leute denn fragt, was halten die überhaupt davon? Weil wenn immer nur einer spricht, finde ich das doof. Und so hat man mal die Möglichkeit, auch mit den anderen Leuten zu reden. Es werden jetzt noch einige Teile folgen, die genau das gleiche thematisieren, also halt andere Fragen und nochmal mit den gleichen Leuten. Seid gespannt darauf. Ansonsten schönes Osterfest und wenn ich auf der nächsten Anime-Messe bin, sollte ich wieder solche Umfragen machen an euch. Denn ihr seid Sprachrohr, na 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 na. Sprachrohr. Ihr wisst schon, was ich meine.